Endlich sind wir bei dem Themenblock angekommen, der die meisten Sportler wahrscheinlich extrem interessiert. Essen. Ja, also das ganze Buch ist unterteilt in verschiedene Themenblöcke, nicht nur einzelne Kapitel, Kilometer, sondern auch Themenblöcke. Und jetzt geht es um den Themenblock Ernährung. Was essen die kenianischen Läufer? Was trinken die? Wann essen sie vielleicht was? Ist da eins der Geheimnisse zu finden, warum die so schnell sind? Man weiß es nicht, noch nicht, aber nach den nächsten drei Kapiteln seid ihr schon sehr viel schlauer. Kilometer 5. Wunderläuferland Kenia von Jan Fitschen mit Bildern von Raphael Hemmi. Kilometer 5. Ugali. Der dritte Tag in Iten. Die Anpassung verläuft gut, die Müdigkeit lässt nach. Auch die lange Anreise ist längst vergessen und wir genießen unseren Aufenthalt bei aller Anstrengung doch in vollen Zügen. Sicher, viel Abwechslung gibt's nicht. Wir schlafen, wir laufen, wir essen. Das war's. Keine große Safari, keine wilden Tiere oder süßen Äffchen am Wegesrand. Unser Kenia sieht anders aus als das der normalen Besucher in diesem Land. Trotzdem haben Ruben und ich das Gefühl, alles viel intensiver zu entdecken. Wir laufen durch die Gegend und fahren nicht mit dem Auto. Alleine dadurch kommst du dem Land deutlich näher. Wir reden mit den Einheimischen und spüren hier eine Verbundenheit, wie sie nur unter Läufern herrscht. Wir sind keine Fremden, wir sind Läufer. Wir haben alle das gleiche Ziel. Schneller werden, besser werden, gewinnen. Die Kenianer genauso wie wir Mzungus, wie die Weißen. Das verbindet. Hier kämpft man nicht wie im Wettkampf gegeneinander, hier kämpft und lacht man miteinander. Wir schlafen, laufen und, was noch besonders auffällt, wir essen auch viel mehr. Noch viel mehr als zu Hause, und das wird schon was heißen. Wer zweimal am Tag über die Staubpisten rennt, verbrennt eine Menge Energie. Das wird uns auch heute wieder spätestens eine halbe Stunde vor der offiziellen Mittagsstunde bewusst. Der Hunger meldet sich. Voller Vorfreude sitzen wir wie immer 10 Minuten zu früh am Tisch. Die anderen Sportler im Camp können darüber nur lächeln. Nein, das Essen kommt erst um 12. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Naja, ein Versuch ist es wert. Und wir sind noch nicht lange genug hier, um so schnell aufzugeben. Der Saal füllt sich schließlich und das Essen wird aufgetischt. Überraschung, es gibt Ugali, wie jeden Tag. Natürlich haben wir vorher schon einmal von diesem geheimnisvollen Powerfutter gehört, denn jeder Kenianer wird dir auf die Frage nach seiner Lieblingsspeise antworten: Ugali. Probier es ruhig selbst einmal aus. Ugali ist nichts anderes als Maismehl, das mit Wasser zubereitet und zu einem zähen, matschigen Teig verkocht wird. Kein Salz, kein Pfeffer, kein Geschmack. Serviert wird es als riesiger Klumpen, der aussieht wie ein Pudding, und davon schneidet sich jeder mit einem Messer ein Tortenstück ab. Gegessen wird die Speise, zumindest bei den Kenianern, mit den Fingern. Immer wieder hören wir, dass uns Ugali garantiert schneller macht, uns Kraft gibt und überhaupt die Wunderwaffe schlechthin ist. Wir sind daher hochmotiviert und schaufeln die Maispampe in uns hinein. Der fehlende Geschmack ist uns egal. Er soll ja nicht schmecken, sondern schnell machen. Wir sind nicht zum Genießen hier. Trotzdem mogeln wir ein wenig und verfeinern unser Ugali höchst kulinarisch wertvoll mit Salz und Ketchup. Hoffentlich schwächt das die Wirkung nicht allzu sehr ab. Fragt sich nur, warum muss es ausgerechnet Ugali sein? Das Gericht hat nichts mit einem ausgeklügelten Ernährungsplan zu tun. Die Antwort: Wie so oft in Kenia arbeiten die Leute mit dem, was sie haben. Und oft genug haben sie eben nicht viel. Mais jedoch, den gibt es reichlich. Die unzähligen Kleinbauern haben ihre Felder immer direkt am Haus. Und dort wird mit Hilfe der ganzen Familie Mais angepflanzt, geerntet, in einer nahegelegenen Mühle gemahlen und schließlich verspeist. Das ist günstig, einfach. Und wird schon so gemacht, seit die Engländer, die ehemaligen Kolonisten Kenias, den Mais dort eingeführt haben. Der Nährstoffgehalt? Soweit ganz gut. Ungefähr 64 Gramm Kohlenhydrate, 9 Gramm Eiweiß und nur 4 Gramm Fett pro 100 Gramm Mais. Das ist nicht schlecht, auch wenn ein deutscher Ernährungsberater für Sportler vermutlich einen sehr viel höheren Eiweißanteil empfehlen würde. Ein großer Vorteil des vielen Trainings: Es schmeckt einem fast alles. Und da wir viele Kilometer fressen, wird das Ugali für uns ebenfalls zum Leibgericht. Kann ich mich im Nachhinein nicht mehr so genau daran erinnern, dass das so war, aber okay.
Auch wenn es weiter nur den Mais zu essen gibt, wir werden trotzdem weiterhin schon 10 Minuten zu früh im Speisesaal auftauchen. Und das absolute Highlight, ihr habt das gemerkt, das war jetzt ein etwas kürzeres Kapitel. Aber das absolute Highlight dieses Kapitels ist, dass es tatsächlich hier, ja, mit einem Originalrezept für Ugali untermalt wird. Na? Also, ihr könnt Ugali zu Hause nachkochen. Und diese Ugali gibt es eben auch immer bei meinen Kenia-Events. Und an der Stelle kommt immer wieder die Frage, und diese Frage möchte ich auch euch stellen. Wenn ihr demnächst meinen Wettkampf lauft, ja, und dann wieder darüber nachdenkt, über dieses berühmte am Abend vorher, was esse ich, was trinke ich, was mache ich überhaupt? Und dann schwebt bei uns ja immer noch dieser Begriff dieser Pasta-Party umher. Ja? Vor dem Marathon muss man Pasta essen und so und überhaupt. Jetzt denkt mal drüber nach. Wer ist schneller? Italiener oder Kenianer? Und deswegen an der Stelle, ja, ich glaube, die Frage ist leicht zu beantworten, deswegen an der Stelle der Tipp vor eurem nächsten Rennen, vor eurem nächsten harten Wettkampf, was auch immer, statt der Pasta-Party macht ihr natürlich eine Ugali-Party. Ob ihr dieses Ugali dann mit Ketchup oder Salz verfeinert oder nicht, sei euch überlassen, ja. Aber noch ein weiterer Tipp, Ugali selber ist schon ziemlich hardcore und deswegen schaltet auf jeden Fall auch wieder rein, wenn das nächste Kapitel kommt. Da geht es nämlich darum, was man zum Ugali als Beilage essen kann. An dieser Stelle folgt jetzt noch mal eine kleine Ergänzung. Also wie gesagt, diese kleinen Infoboxen, die hier immer drin sind, die erzähle ich euch jetzt doch einfach auch noch. Ich habe gedacht, ein Kochrezept ist vielleicht ein bisschen unpassend hier an dieser Stelle. Nein, ist es nicht. Ihr braucht das, ihr müsst das wissen, wie das funktioniert. Also Ugali, ja, wie gesagt, Maismehl mit Wasser aufgekocht. Ganz wichtig ist, dass ihr eben nicht das berühmte Polenta nehmt, ja, so dieses gelbe Zeug, was es bei uns gibt. Das funktioniert nicht, ne? Das ist gelb, das ist komisch, das würden die Kenianer auch nicht so gerne essen. Mittlerweile bei den ganzen großen City-Marathons, ob das jetzt Berlin ist oder Frankfurt, im Athletenhotel wird von den wirklich guten Köchen im Hotel Ugali gekocht für die kenianischen Top-Athleten, damit die ihre Top-Performance bringen können. Und ich, wie gesagt, verrate euch jetzt das Rezept dazu. Ihr müsst also weißes Maismehl organisieren. Das gibt es unter anderem in so Asia-Afrika-Shops. Meistens dann allerdings in so 5-Kilo-Säcken. Aber schadet nicht, ne? Weil ihr müsst ja viel essen, weil ihr viele gute Rennen und Trainings machen wollt. Ne? Also 5-Kilo-Sack weißes Maismehl. Manchmal steht dann da auch schon drauf Maize Flour for Ugali oder sonst was. Ja? Und dann einfach Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Und wenn das kocht, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, kein Salz, kein Pfeffer, kein nichts dran. Wasser zum Kochen bringen und dann nach und nach dieses Maismehl einrühren. Ihr habt das gerade in dem Film schon gesehen. Und zwar so viel, bis es wirklich so dick ist, dass ihr einfach nicht mehr weiterrühren könnt. Dann eine Weile ziehen lassen, ja, ein bisschen abkühlen lassen, vielleicht dann stürzen auch, wenn es irgendwie aus dem Topf rausgeht. Und dann essen. Ja, das war's. Ne? Also man muss es wirklich nur so ein bisschen quellen lassen. Ganz wichtig, mit den Händen essen. Sonst wirkt es nicht. Viel Spaß beim Kochen und guten Appetit wünsche ich euch. Heute haben wir uns mit Jacob verabredet und zwar einfach beim Dauerlauf nachgefragt, hey, wie sieht's aus? Kannst du uns nicht in die Geheimnisse des Wunderessens Ugali einweihen? Wie wird das zubereitet? Was brauchen wir da genau? Wie, bei welcher Temperatur? Mit welchem Rührlöffel? Hier mit diesem exotischen Gerät, wie macht man das? Jacob hat uns sofort zugesagt, na klar, kommt vorbei, kein Problem und zeigt uns jetzt hier, wie das funktioniert. Diesem abenteuerlichen Gerät wird einfach nur der Topf festgehalten und dann wird, ja genau, ein bisschen rumgepumpt, ein bisschen gerührt, alles gar nicht so abenteuerlich. Wasser und Maismehl und das war's und los geht's. Bisschen viel nach Gefühl, großes Rezept gibt's nicht. Kurz ziehen lassen und schon ist das Ganze fertig. Dann gibt's dazu Sukumawiki.
Das ist so ein bisschen spinatähnliches Grünzeug und gegessen wird, wie man hier sieht, mit den Händen. You see, there you see, that's how God is busy. It's okay. Like that. It's like that. Ah, so, yes, that's how. Nicht nur. And I'm not there. I know.